Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wieder ein römisches Rezept und zwar machen wir ein süß-scharfes Omelett. Und los geht's! Die Zutaten sind, wie auch schon die anderen Male, relativ simpel gehalten. Ihr braucht Milch, 4 Eier, etwas Olivenöl, etwas Honig und etwas Pfeffer. Zuallererst die Eier aufschlagen und am besten das Ganze in einer Schüssel aufbewahren. Denn die braucht ihr, um nun die Grundzutaten des Omelettes zusammen zu mixen. Alle 4 Eier rein und dann kommt auch schon das Olivenöl hinzu. Einen guten Schuss, das wird reichen. Dann etwas Milch dazu und das Ganze gut miteinander mit einer Gabel verrühren. Wer möchte, kann das auch mit einem Handrührgerät oder in einer Küchenmaschine machen. Wir machen es hier jetzt mit der Gabel. Dann die Herdplatte anschalten, eine Pfanne draufstellen und etwas Butter bzw. Schmalz zergehen lassen. Und dann die noch flüssige Omelettmasse jetzt in die heiße Pfanne gießen. Das Ganze lasst ihr dann einfach aufkochen. Das Omelett kann dann auf ein Backblech gegeben werden, um dann nochmal ein paar Minuten im Backofen durchzubacken. Nehmt ihr das Omelett dann aus dem Backofen, müsst ihr euch beeilen, Honig drauf und Pfeffer drauf, denn es sollte möglichst warm serviert werden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denn das war's für heute mit diesem mittelalterlichen Rezept. Falls ihr selber Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe schon eins gekriegt für mittelalterlichen Lebkuchen, das wird was für die Weihnachtszeit. Bis dann, gehabt euch wohl.